Ich bin der Miro und ich werde euch heute ein bisschen was über Tayscale erzählen. Tayscale, um zu verstehen, was Tayscale ist, muss man erst verstehen, was WireGuard ist, weil Tayscale auf WireGuard basiert. WireGuard verkauft sich selbst als Fast Modern Secure VPN Tunnel. Das heißt, WireGuard ist ein Stück Software im Kernel. Dem gibst du quasi eine Liste an Public Keys, so, das sind so Curve 25519 Keys und die IPs, die dieser Key benutzen darf und eine interne, so eine Public IP, zu der du dich verbinden kannst und dann macht die im Wesentlichen einen Kryptotunnel. So, also, okay, ich bin super, super durch den Wind gerade. WireGuard ist eine VPN-Software. VPN-Software kennt ihr, wenn ihr irgendwie OpenVPN oder sowas kennt, kennt ihr das, dass irgendwo so ein Gateway steht und dann ladet ihr so eine Config und dann steht in dieser Config irgendwie, wo IP-Adressen herkommen und alles und dann machen die irgendwie so einen Kryptotunnel dahin auf und machen halt alle Netzwerkverschlüsselungen irgendwie verschlüsselt. Und WireGuard ist genau das, nur halt viel leichtgewichtiger. Das heißt, WireGuard hat als Prinzip erstmal so ein einfaches, so jeder Knoten ist schlicht und ergreifend identifiziert über so einen Public Crypto Key. Und dann konfigurierst du dein Interface halt literally nur, indem du sagst quasi, das ist mein Private Key. Und lausche mal auf folgendem öffentlichen Port. Und dann macht er so einen UDP-Port auf im Kernel. Und dann sagst du dem, hier sind meine Peers und meine Peers, die haben folgende Public Keys. Du kannst sie initial unter dieser IP erreichen und sie dürfen folgende VPN-IP benutzen. Und wenn dann irgendwie ein Kryptopaket reinkommt auf diesem UDP-Port, auf dem es listet, dann versucht es das erst zu entschlüsseln und zu authentifizieren mit den Schlüsseln, die es kennt. Und wenn das Paket korrekt ist und authentifiziert und korrekt entschlüsselt, dann checkt es, darf dieser Key an folgende IP benutzen als Source-IP? Und wenn ja, dann gibt es dem User Space dieses Paket. Und wenn nein, dann droppt es das einfach. So, das heißt, es ist quasi die minimale Variante, um zwischen zwei Geräten einen verschlüsselten Tunnel aufzubauen. Letzten Endes erstellt es dir also einfach so einen Netzwerk-Device, so wie man so ETH0 kennt oder Wi-Fi 0 oder wie auch immer. Und dann konfigurierst du das mit IP und gibst mit deinen typischen IP und IP-Config-Tools. Und WireGuard macht nicht alles, was OpenVPN on top of that macht, was irgendwie DHCP ist und Subnets und Routing und Gateways und so. Das macht WireGuard alles nicht. WireGuard sagt, wir geben dir nur so einen Tunnel und dann machst du den Rest. Ja, genau. Genau. Also wie genau das funktioniert, da bin ich mir auch nicht ganz sicher. Da existiert so ein White Paper, kann man nachschauen und so. Wollte ich auch irgendwann lesen, hatte ich bisher keine Zeit zu. Genau, eine Sache, die es tut, ist, es hat relativ rudimentären Roaming-Support in der Form, dass es quasi die IP, die du sagst, hier ist mein Node, das ist nur die erste IP, die er benutzt, um sich zu verbinden. Und wenn du dann deinen Laptop nimmst und in ein anderes Netzwerk reingehst, quasi mit dem nächsten Paket, was du dem Server schickst, weiß der Server dann, oh, der hat seine IP geändert und ändert halt intern, wo er seine Pakete zurückschickt dann. Das heißt, dadurch hat WireGuard so einen grundsätzlichen Roaming-Support, dass du halt, solange eine Seite weiter erreichbar ist, wenn du Netzwerke wechselst und deine IP sich ändert, updatet der intern seinen State auf der Gegenseite auch. Aber wie gesagt, grundsätzlich ist WireGuard einfach ein sehr Low-Level VPN-Tunnel. Die Probleme, die WireGuard hat als VPN, ist, du musst irgendwie deine Public Keys managen. Das heißt, wenn du ein neues Gerät zufügst, musst du zu jedem Gerät in deinem Netzwerk gehen und sagen, hier ist ein neuer Peer, der hat folgenden Key und der darf folgende IP-Adressen benutzen. Du hast das Problem NAT Traversal. Das heißt, wenn du irgendwie zu Hause bist oder am Flughafen oder im Restaurant oder bei Starbucks oder hier, bist du im Allgemeinen hinter so einem NAT. Das heißt, irgendwie deine Public IP ist quasi alle Geräte im lokalen Netzwerk haben die gleiche Public IP und es wird dann halt irgendwie rumtranslated, aber das bedeutet, du bist von außen gar nicht erreichbar direkt als dein Laptop. Und irgendwie braucht man da eine Lösung obendrauf, die halt irgendwie dafür sorgt, dass du auch, wenn du dein Laptop irgendwo in einem Netzwerk ist, welches sich unfreundlich verhält, du trotzdem immer noch mit dem Rest deines VPNs reden kannst.
Es ist UDP only. Das ist eine bewusste Design Decision. Das letzte Problem, was ich erwähnt habe, ist irgendwie IP Allocation. Das heißt, du musst immer noch hingehen und quasi manuell sagen, entweder irgendwie einen DHCP-Server laufen lassen oder irgendwie manuell hingehen und sagen, welcher Node hat folgende IPs und so. Und irgendwie dieses ganze Config-Management drumherum. Meine Conclusion ist, WireGuard ist am besten zu verstehen nicht als ein VPN, sondern als ein Building-Block, der benutzt werden kann mit guter irgendwie Config-Management-Software obendrauf, um eine VPN zu bauen, sodass quasi das Krypto-Layer entkoppelt wird von dem, womit setzt der Nutzer sich tatsächlich auseinander, Layer mit dem UI-Layer und Networking-Layer, dass du quasi diese beiden Sachen entkoppelst und sagen kannst, wir haben hier einmal die Krypto gut gelöst und jetzt kannst du dein eigenes VPN auf Basis dieser Krypto bauen, ohne dir um Krypto Sorgen zu machen. So würde ich WireGuard kategorisieren in der Praxis. So, Tayscale ist das. Tayscale ist einfach eine Lösung, die sagt, wir haben irgendwie WireGuard und wir machen da jetzt mal einen VPN draus. Tayscale bewirbt sich selbst als Tayscale makes networking easy for everyone. Es ist ein Peer-to-Peer VPN, das heißt, es braucht nicht diese typische Hub and Spoke. Also viele dieser Probleme, die irgendwie WireGuard an sich hat und auch OpenVPN und sowas, viele dieser Net-Traversal-Lösungen, die Lösung dafür ist, na, wir stellen einfach irgendwo so eine fette Kiste hin, und das ist unser VPN-Gateway und da verbinden sich alle und die hängt am öffentlichen Internet und durch die läuft dann halt aller VPN-Traffic. Tayscale ist das nicht, sondern Tayscale ist ein VPN, ein Peer-to-Peer-VPN. Das heißt, wenn bei mir Tayscale läuft auf meinem Laptop und bei mir zu Hause läuft Tayscale auf meiner Workstation, dann reden die direkt miteinander und das geht nicht irgendwie über einen zentralen Server. Es ist in Go geschrieben von Leuten, die super dope sind, was ich bin da super ehrlich mit meinem Bias, das ist 90% der Gründe, aus dem ich diese Software benutze, ist, es ist in Go geschrieben und die Leute, die das schreiben, sind super dope. Es ist kostenlos und größtenteils Open Source. Die Ausnahme ist, die haben einen proprietären Windows-Client, eine proprietäre Windows-GUI und deren, ja, sorry, das VGA ist unzuverlässig, deren serverseitige Software ist alles irgendwie proprietär und so. Aber die tatsächliche Kern-VPN-Software und der ganze Linux-Client, das ist alles Open Source. Da werde ich gleich was zu erzählen. Genau, der Value-Add, also in dem Motto drückt es schon so ein bisschen aus, Tayscale versteht sich als, wir wollen Nutzerfreundlichkeit in den Vordergrund stellen. Der Value-Add, den sie geben, weil es ist eine Firma, die wollen damit Geld verdienen, die haben irgendwie, du kannst die bezahlen. Und die Frage ist, was machen sie für dich? Naja, Value-Add ist IP-Allocation, wie gesagt. Sie machen DNS, das heißt, du kannst in deinem VPN-Host einfach erreichen, automatisch über den Hostnamen. Sie kümmern sich um Public Key Distribution und Rotation für dich, sodass du dich da nicht mehr manuell drum kümmern musst mit deinem WireGuard-Kram. Sie machen Net-Traversal für dich, sie geben dir TCP-Support für extrem hostile Networks, über die Details rede ich gleich alles noch, und sie unterstützen ACLs, also sie unterstützen Access Control in deinem Netzwerk, und dann haben sie noch so ein paar Fun-to-Have-Features. Und da gehen wir jetzt in Detail drauf ein. Erstmal, was ist die allgemeine Architektur? Wie gesagt, warum haben die serverseitige Software, wenn es Peer-to-Peer ist? Die Antwort ist, naja, es existiert eine Control-Plane, die von denen betrieben wird. Wenn du Tayscale installierst, ist das Erste, was du tust, ist, du machst dir bei Tayscale einen Account, du loggst dich da ein, du loggst dich aber nicht wirklich bei denen ein, sondern sie sagen explizit, sie wollen kein Identity Provider sein, sondern sie integrieren mit existierenden Identity Providern. Das heißt, du benutzt irgendwie OAuth, um dich über GitHub oder was auch immer da einzuloggen bei denen. Und dann weiß der, wer du bist, dann weiß der, wer dein Account ist, und dann geht dein Device also zu tayscale.com und sagt, hey, gib mir mal bitte eine Liste mit allen Nodes aus meinem Netzwerk und all meinen Public Keys, und kriegt die Config von der Control Plane
Und weiß dann, mit wem es sich verbinden kann. Und ab dann läuft der, also der Traffic läuft halt Peer-to-Peer, aber irgendwie die Config ist halt zentral gemanagt. Und deswegen existiert serverseitige Software, weil halt sie eine zentral gemanagte Control Plane haben, um dieses Problem zu lösen. Sie betreiben außerdem Stun-Server für NAT-Traversal. Sage ich gleich vielleicht noch zwei Worte zu. Und sie betreiben, was sie DERP-Server nennen. DERP ist ein von denen selbstgeschriebenes Protokoll und ein selbstgeschriebener Server. Der ist nützlich, weil der macht quasi TCP-Relaying. Okay, also das heißt grundsätzlich ist Tayscale hat so, die Firma hat so eine zentralisierte Control Plane, die Dinge tut, für die sie zentralisierte Sachen brauchen, aber im Regelfall läuft der gesamte Traffic peer-to-peer komplett. Wie funktioniert Tayscale, wenn man es irgendwie benutzt? Man macht so einen sudo apt-get install oder substituiert euren favorite package manager apt-get install Tayscale, sagt Tayscale ab, der generiert dann so einen lokalen device key, gibt dir eine URL für log dich mal bitte hier ein, und dann loggst du dich damit OAuth ein. Dann kriegst du von der Control Plane eine IP zugewiesen und eine Liste von Nodes zurück und dann funktioniert dein Dings. Und dann kannst du ping hello.ts.net machen. Hello.ts.net ist so ein Webserver, den sie betreiben für so, dieses VGA, Gott. Ist so ein Webserver, den sie betreiben für so, um zu checken, dass das funktioniert, dass dein Tayscale funktioniert, das ist quasi in jedem Telnet drin. Aber das heißt im Wesentlichen, das meine ich mit so ein bisschen mit Tayscale versucht, das möglichst alles möglichst einfach zu machen, möglichst wenig Config. Du installierst Tayscale, du sagst Tayscale ab, du loggst dich ein und dann funktioniert dein VPN. Das ist so die Idee. Sie betreiben, by the way, auch keine, wenn man heutzutage VPN sagt, dann der Begriff ist mittlerweile überladen von Leuten, die irgendwie VPN-Exit-Nodes betreiben, damit man irgendwie in Netflix aus den USA schauen kann oder so. Das machen die nicht, sondern die machen halt wirklich, deren Ziel ist halt wirklich, ich möchte all meine Geräte in einem virtuellen, lokalen Netzwerk haben. Dann hat Tayscale so, also wie gesagt, grundsätzlich funktioniert Tayscale so, das ist so, ab dann habt ihr VPN. Und das ist für mich auch die Value Proposition, warum ich das mag, ist, es ist wirklich ich muss mich so wenig wie möglich um irgendwas kümmern, sondern es läuft einfach. Es läuft auch richtig, richtig gut. Also wie gesagt, irgendwie NATs und sowas, es funktioniert in egal welchen Netzwerken. Es macht, gibt dir so ein Feature, das nennen sie Magic DNS, was im Wesentlichen sagt, dein lokaler Tayscale-Daemon agiert dann halt als DNS-Server. Das heißt, du kannst irgendwie, musst nicht dir die IPs von all deinen Geräten dingesen, sondern ich kann hier jetzt einfach sagen, SSH Vetinari. Vetinari ist mein Rechner zu Hause. Und wenn ich Netzwerk habe, das ist jetzt natürlich Demo-Effekt. Genau, und jetzt kann ich mich hier irgendwie einloggen und mich nicht in meinem Passwort vertippen. Und jetzt bin ich halt zu Hause. Das heißt, ich muss nicht irgendwie mir irgendwelche IPs merken, sondern er macht halt einfach, er löst das halt einfach auf die IP auf. Es macht irgendwie Stun und Ice sind so NAT-Traversal Sachen. Im Wesentlichen ist das du hast so einen Public Server und dann sagt irgendwie ein Client, sagt, hey, ich bin folgender Client und und hinterlegt quasi, der Stun-Server hinterlegt dann die öffentliche IP und Port-Nummer, von dem er dieses Paket bekommen hat und dann kann Client B sich das anschauen, was die öffentliche IP und Portnummer ist, und mit der Client A sich da registriert hat. Pizza. Stun ist im Wesentlichen, und dann Client A hinterlegt sein Public, Client A's Public IP Port wird auf dem Stun-Server hinterlegt, Client B kann die nachschlagen, schickt an dieses Public IP Port Pair UDP-Pakete. Und weil das NAT bereits weiß, da sind mal Pakete rausgegangen auf dem Port, weiß es, wie es die routen soll. Ungefähr so funktioniert es dann in der Nutshell, aber das ist eben so eine NAT-Bypassing-Dings. Aber dieser Vortrag ist nicht über, wie es dann funktioniert, sondern über, wie Tayscale funktioniert. Mein Punkt ist nur, das erfordert halt so einen Public-Server, den alle erreichen können, und Tayscale betreibt so einen dafür.
DERP, Designated Encrypted Relay for Packets, ist im Wesentlichen so ein HTTPS-Wrapper für Encrypted UDP. Das heißt, du machst da HTTP-Requests und dann kannst du die mit Streaming-HTTP Chunked Encoding raushauen und dann werden die verschlüsselten Pakete nach dem Public Key geroutet an das nächstgelegene DERP Relay zu dem Zielort und Tailscale betreibt halt ein Netzwerk von diesen DERP Servern und das heißt, wenn dein Netzwerk ganz, ganz furchtbar ist und UDP geblockt wird und dadurch du überhaupt keine Chance hast, irgendwie rauszukommen mit WireGuard und egal wie viel NAT-Traverse du machst, dann funktioniert hoffentlich zumindest HTTPS. Und dann kannst du mit HTTPS dich zu dem dir nächstgelegenen DERP Relay verbinden, dem sagen, ich habe hier Pakete für Key Foo und Client B verbindet sich zu seinem nächstgelegenen DERP Relay und kriegt von dem dann halt die Pakete weiter. Und die haben halt die betreiben halt ein DERP Netzwerk, was verteilt ist über irgendwie die Welt. Und ja, wie gesagt, das heißt DERP, weil die das witzig fanden. Das so zu nennen. Und again, ich wiederhole nochmal, das wird meiner Meinung nach von Leuten gemacht, die einfach dope sind. Anyway, Tailscale hat außerdem ACL, das heißt, die Control Plane speichert eine Access Control List, in der du quasi sagen kannst, folgende Accounts dürfen nur zu folgende andere Services zugreifen. Wenn irgendwie Computer Node A Node B gar nicht erreichen können soll, dann kriegt Node B gar nicht erst den Public Key von Node A, weil warum sollte es den brauchen? Und dann hat Node A literally physically keine Möglichkeit, dem das zu schicken, weil alle encrypted Pakete, denen er den schickt, werden sofort gedroppt, weil er den Public Key nicht kennt. Und again, auch das ist wieder eine dieser Sachen, der Value Add, den sie geben, ist, wenn du halt irgendwie als Firma sagst, ja, wir wollen aber halt Leute haben in verschiedenen Gruppen und je nachdem, in welcher Gruppe du bist, sollst du bestimmte Services zugreifen können und in welche nicht, kannst du das halt über diese ACLs lösen. Ich benutze sie bisher nicht, aber ich habe vor, sie in der Zukunft zu benutzen. Du kannst außerdem auch Nodes Tags geben und dann kannst du quasi Software, wenn deine Software weiß, dass Tailscale existiert, kann deine Software deinen lokalen Tailscale schreiben, deinen lokalen Tailscale-Dämon sagen, hey, ich habe hier eine Verbindung von IP so und so und dann kriegt es vom Tailscale-Dämon irgendwie zurück, oh ja, das ist Account Foo, der hat folgende ACL-Tags und dann kannst du sagen, ja, wenn der das Tag sowieso hat, dann darf der extra privileged stuff machen. Irgendwie, der darf Objekte nur, lesen darf jeder, aber Objekte zugreifen dürfen nur Leute mit folgenden ACL-Tags. Und du kannst also quasi IP-basierte Authentifikation machen mit extra Tags und so, um irgendwie Access Control zu machen über Tailscale, sodass du irgendwie kryptografisch verifizierte, sinnvolle auf Netzwerklayer und so. Sonst hat es irgendwie so ein paar so minor Features. Es hat Taildrop, das ist, du kannst einfach sagen, schick mal folgendem Computer eine Datei und dann kriegt der Computer so einen Prompt mit, willst du folgende Datei von dem anderen Computer annehmen? Und dann sagst du ja und dann musst du kein SCP machen. Hat eine Integration mit SSH, das heißt, du kannst über Tailscale ACLs Authentifizierung von SSH machen, sodass du keinen separaten Key brauchst, kein separates Passwort brauchst, sondern deine Maschine darf auf folgende andere Maschine mit folgendem Username SSH und dann macht Tailscale, sorgt dafür, dass das kryptografisch verifiziert ist und die SSH-Verbindung muss nicht nochmal einen extra Auth-Step machen, sodass du quasi diese ACL-Integration hast in wer darf tatsächlich auch was machen auf einer Maschine auf SSH-Ebene. Das sind alles so Application-Layer-Goodies, Gimmicks, die reinbauen. Und dann haben sie eine Möglichkeit, automatische TLS-Zertifikate auszustellen über Let's Encrypt mit der Idee, wenn du deine Services hast, die nur über Tailscale erreichbar sein sollen, dann sind die zwar sicher verschlüsselt, aber dein Browser weiß das nicht, weil dein Browser sieht nur ein Foo, wobei Foo der Hostname ist. Wenn du also willst, dass dein Browser auch weiß, dass es verschlüsselt ist, was irgendwie relevant ist für das, der dich Passwörter speichern und sowas, dann kannst du über eine automatische Integration und deiner Custom Domain quasi automatisch Zertifikate für deine Tailscale-Host bekommen und dann weiß dein Browser auch, oh, da passiert HTTPS und ist glücklich. Die letzte Slide ist Headscale. Headscale habe ich mir noch nicht genau angeguckt, ich weiß nur, dass es existiert. Das ist eine unabhängige FOSS-Reimplementation dieser ganzen Control-Plane-Sache. Und im Wesentlichen haben die das Ziel, dass quasi alles, was derzeit, wofür du derzeit Tailscale.com bezahlen kannst, kannst du auch self-hosten.
Aber deren spezifisches Ziel ist halt, sie wollen nicht Konkurrenz zu Tailscale.com haben, sondern sie wollen vor allen Dingen für eigene Firmen, die irgendwie aus Compliance-Gründen oder sowas ihren eigenen Kram administrieren wollen, sagen können, ihr habt hier ein Tailnet, dafür geben wir euch einen Server, der macht halt auch Derp, der macht auch Stun, der macht auch alles, aber ihr könnt es halt self-hosten. Und der ist so auch semi, so im Wesentlichen offiziell supported, in dem Sinne, als dass alle offiziellen Tailscale-Clients haben Möglichkeiten, Flags, um zu konfigurieren. Fast alle, nicht alle, aber Work in Progress. Das heißt, die sind jetzt gerade dabei, Pull-Requests rauszuschicken, die Headscale-Leute sind dabei, Pull-Requests an Tailscale rauszuschicken, zu sagen, hey, euer Tailscale-Client auf Android, gib mir mal so ein Eingabefeld für welchen Server der benutzt statt Tailscale.com, und jetzt kannst du das machen. Aber das heißt, wenn Leute sagen, oh, aber ich will mein VPN nicht irgendwie einer Firma geben und so, weil technisch gesehen ist das schon so, die kontrollieren die Control-Plane, das heißt, die können einfach beliebige Keys in euer Netzwerk reinpacken, wenn sie das wollen. Nicht ohne, dass ihr das merkt, aber sie können es schon tun. Wenn ihr das nicht wollt, dann gibt es eine FOSS-Variante von dieser ganzen Control-Plane. Wie gesagt, für mich persönlich ist ja die Value Proposition, ich will mich nicht kümmern, ich will, dass jemand das für mich macht oder ich will, dass es einfach läuft. Deswegen habe ich mir das nicht genauer angeguckt, aber es existiert. So, dann. Das Tailscale. Fragen? Ja? Für die offizielle Tailscale Control Plane, gibt es da eine Webseite, wo man die mal sehen kann? Dass die da Features haben, die konfigurieren kann? Tailscale.com. Ich glaube, du musst dich einloggen, um tatsächlich. Aber also ich kann mal zeigen. Ich glaube, ich bin okay damit zu zeigen, wie das bei mir aussieht. Login. Genau, also so sieht das aus, deren Interface. Das ist einfach eine Liste mit Rechnern. Irgendwie RIS ist mein Handy, Dibbler ist mein Arbeitsrechner, Vidinari ist meine Workstation, Luton ist mein Monitoring, Higgs ist mein Laptop. Also ja, es läuft auf diesem Rechner, läuft so ein Prometheus und das scrapt mein Higgs, mein Laptop. Dann kann man die irgendwie deleten, sharen, Machine Names, Dingensen, Routings machen, ACL-Text ändern. Services, muss ich zugeben, bin ich mir noch nicht ganz sicher, was genau da die Target Audience ist, aber die listen halt, was so läuft, auf welchem Rechner. Users, du kannst Users anlegen, du kannst halt auch irgendwie Teammates haben und sowas, aber ich habe halt nur einen User, weil ich nur ein Mensch bin. Keine Ahnung. Der ist halt das, was hier steht. Und wenn das HTTP ist, kannst du den auch aufmachen. Und so. Aber also, ich glaube, das Ding macht an sich erstmal kein Monitoring. Aber wie gesagt, meine Lösung dafür ist, ich habe da halt so einen Prometheus offen. Und das scrapt halt dieses. Also tatsächlich, ich habe dieses Alpha-Feature aktiviert, aber ich benutze es nicht aktiv, weil ich mir nicht ganz sicher bin, was es ist. Weil viele von diesen Sachen, ja, das sind irgendwelche Prozesse, die auf irgendwelchen meiner Rechner laufen, aber brauche ich jetzt wirklich irgendwie mein Chrome in dieser Liste von Services? Ich weiß nicht. ich habe keine Ahnung, was ein Service definiert in dem Fall und so. Anyway. Access Controls, das ist, wie man ACLs konfiguriert. Die haben auch eine API dafür. Oder man editiert das hier über diese Dings und dann kann man irgendwie Changes, Dingensen und so, aber ACLs, wie gesagt, benutze ich auch noch nicht aktiv. DNS, man kann DNS anmachen und ausmachen und irgendwie globale Nameserver einstellen, die sie fallbacken, weil natürlich du irgendwie, wenn du Sachen, die nicht im Tailscale bist, wirst du wissen, dass die funktionieren. Und das sind bei mir irgendwie, ja, Cloudflare und Google. Du kannst HTTPS-Zertifikate anschalten, das habe ich nicht angemacht, das hatte ich erwähnt, weil ich den Value, ehrlich gesagt, für mich gerade bisher noch nicht sehe. Die IPs, die sie benutzen, sind alle in dieser 100/26 oder so Range. Und dann hast du irgendwie Settings für irgendwie so Stuff. Also ja, es tut nicht furchtbar viel, Mein Pricing Level ist glaube ich, das freie Pricing Level bisher noch. Sie haben so eine Promotion, dass alle Leute, die Software contributed haben, die sie benutzen, automatisch einen Premium-Account bekommen.
Ich vermute, wenn ich das wollen würde, könnte ich mich da kümmern und wäre da eligible, weil ich irgendwie Go gemacht habe. Aber bisher habe ich mich noch nicht gekümmert, weil mir das freie Tier ehrlich gesagt genug ist. Also ich kann mal gucken, ich kann mal sagen, was die so an Features haben. Pricing. So, free. One user, 20 devices, one subnet router. Wenn man Geld bezahlt, kriegt man mehr Devices, mehr Leute, mehr Admins. Wenn man noch mehr Geld zahlt, kriegt man noch mehr User. Und wenn man ganz viel Geld zahlt, dann kann man so Sachen machen wie, ich möchte gerne meinen eigenen Single Sign-On machen und so. Aber ja, also meiner Meinung nach, irgendwie für mich ist halt das Free-Tier voll genug. Und bisher habe ich nicht den Need gesehen, mehr zu tun. Ja, es tut nicht furchtbar viel für mich, aber ich will auch nicht furchtbar viel davon, weil die eine Sache, die ich davon will, tut es, und das ist VPN, was einfach geht. Ich habe mittlerweile, also wie gesagt, ihr seht es, ich habe mittlerweile auf all meinen Maschinen irgendwie, das habe ich gar nicht erwähnt, es existiert, also ich habe es, glaube ich, auf den Slides drauf, aber nicht tatsächlich erwähnt. Es existieren irgendwie Clients für im Wesentlichen alles. Es existieren irgendwie Clients für Linux, Android, Windows, macOS, iOS, und sie sind dabei, mehr zu tun. Im Wesentlichen, wenn WireGuard funktioniert, dann funktioniert wahrscheinlich auch TaskGate. Das heißt, ja. Das ist eine gute Frage. Ich vermute, WireGuard kann kein Plan 9, aber... Ich glaube, das könnte funktionieren, weil es existiert eine Go Runtime, die quasi komplett alles Linux Syscalls emuliert und so. Aber ja, nein. Du kannst Tailscale im Browser laufen lassen. Also du kannst quasi einen Tailscale Client in deinem Browser als JavaScript laufen lassen. Anyway, offensichtlich sind wir nicht mehr interessiert und sind dann. Dann bis zum nächsten Mal.